Hallo liebe Gartenfreunde und willkommen bei Gärtnern leicht gemacht. Ich bin's, der Toni, ich bin von Beruf Landschaftsgärtner und möchte euch heute dieses tolle Ziergras vorstellen, nämlich Miscanthus sinensis ziprinus, zu Deutsch das panaschierte Chinaschilf oder auch Zebragras genannt. Dazu erfahrt ihr jetzt gleich mehr Infos nach dem Intro, bleibt also dran und viel Spaß beim Zuschauen. Also erstmal schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt zu diesem neuen Video. Und wie ihr wisst, ich liebe ja Ziergräser über alles. Und jetzt im August kommt so langsam die Gräserzeit. Die Gräser kommen so langsam zur Blüte und sie zeigen ihre volle Pracht bis in den Winter hinein. Und ich habe euch heute hier dieses schöne Gras mitgebracht. Es handelt sich um zu Deutsch das Zebragras, botanisch Miscanthus sinensis ziprinus. Und was zeichnet dieses Gras besonders aus? Man sieht es vielleicht schon. Diese schöne Blattmischung aus diesem leuchtend grün mit gelb. Warum Zebragras? Ganz einfach, denn diese Miscanthus-Sorte hat diese schöne panaschierte Blattmischung aus diesem grün mit den gelben Querstreifen. Deswegen auch dieses Zebra-Muster und daher auch der Name Zebragras. Also zu den Wuchseigenschaften von dem Zebragras oder Miscanthus sinensis ziprinus kann man sagen, ihr seht es schon, es handelt sich um eine große, kompakte Pflanze. Das Gras wird so im Standard rum 1,60 Meter bis 1,70 Meter hoch, ohne Blüte natürlich gemessen. Mit der Blüte kann es dann schon mal Höhen erreichen bis zu 2 Metern. Vom Wuchs her bleibt dieses Miscanthus-Sorte eher kompakt und gedrungen. Das heißt, es macht nicht wie ein Bambus zum Beispiel weite Ausläufer. Das heißt, diese Pflanze bleibt in der Basis einfach kompakt und vom Wuchs. Sie wird von Jahr zu Jahr breiter. Das heißt, irgendwann ab einer gewissen Größe müsst ihr das Gras dann auch teilen. Aber es macht keine weiten Ausläufer wie ein Bambus. Das heißt, ihr habt es nicht überall im Garten wachsen. Ja, und wie gesagt, die schöne panaschierte Färbung dieses Grases oder auch diese Blattstruktur macht eigentlich den Reiz dieser schönen Pflanze aus. Man hat dieses leuchtgrüne Gelb im Garten. Zur Verwendung von Miscanthus sinensis ziprinus oder dem Zebragras kann ich euch sagen, also ihr könnt es, wie ihr hier sehen könnt, wunderbar als Solitärpflanze in euren Beeten oder in Einzelstellung verwenden. Ihr könnt es auch aber aufgrund der schönen Höhe wunderbar als Sichtschutz verwenden. Das heißt, ihr könnt es als Hecke pflanzen in Reihe, aber hier gebe ich euch den Tipp, nicht mehr pflanzen wie 2 Pflanzen pro laufender Meter. Oder ihr könnt es in Einzelstellung in euren Staudenbeeten als Solitärpflanze verwenden oder als kleinere Gruppen, aber hier nicht mehr Pflanzen wie 3 pro Quadratmeter setzen aufgrund der Größe. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, das Zebragras in Kübel zu setzen. Darauf bitte aber achten, damit der Kübel genug Wurzelraum zur Verfügung hat. Minimum 20 bis 30 Liter ein Volumen hat und darauf achten, dass das Zebragras im Winter frostgeschützt ist, dass der Frost nicht an die Wurzeln kann und somit euer Gras kaputt machen kann. Kommen wir jetzt zu den Bodenansprüchen oder auch zu den Standortansprüchen des Zebragrases. Wie alle Chinaschilfsorten oder Miscanthusarten bevorzugt auch dieses Gras am besten einen vollsonnigen Standort. Der Boden sollte etwas locker und durchlässig sein. Staunässe sollten vermieden werden. Das mögen allgemein Stauden oder Ziergräser überhaupt nicht. Aber ihr könnt es auch im ganz normalen Gartenboden setzen. Also so wie jetzt hier an diesem Standort mit etwas Lehmboden vorhanden. Dort fühlt sich dann das Miscanthus ziprinus oder zu Deutsch das Zebragras genannt am besten wohl. Und es dankt euch mit wunderbarem, üppigem Wachstum. Kommen wir zu dem Thema Vermehrung, wie ihr das Zebragras vermehren könnt. Und zwar, wenn der Horst oder die Pflanze über die Jahre größer geworden ist, wie in diesem Beispiel hier, dann wird es irgendwann Zeit, das Gras zu vermehren bzw. zu teilen. Das heißt, ihr stecht euch einfach ein Teilstück der Pflanze heraus und wie das funktioniert, könnt ihr gerne mal mein älteres Video anschauen über das Thema Ziergräser vermehren. Da könnt ihr gerne mal reinklicken, da zeige ich euch anhand von einem Beispiel von Calamagrostis acutiflora, Karl Förster, wie das Ganze funktioniert und wie ihr Ziergräser schnell und einfach selbst vermehren könnt. Kommen wir zu dem Thema Winterherde des Zebragrases. Also ich kann euch voll und ganz vergewissern, dass Miscanthus sinensis ziprinus in unseren Breitengraden hier in Deutschland vollkommen winterhart ist, nämlich bis zu minus 20 Grad. Da braucht ihr euch überhaupt keine Sorgen zu machen. Wichtig ist einfach nur bei Ziergräsern oder auch allgemein Stauden, dass ihr die Pflanze komplett über den Winter stehen lässt, sie nicht zurückschneidet
Und als Schutz könnt ihr dann den ganzen Gräserbusch oder den Horst nochmal zusammenbinden mit einem Strick oder mit einem Faden, damit das Wurzelinnere nochmal besser geschützt ist, wer das möchte. Und dann wären wir auch schon beim Thema Schnitt. Wie schneidet ihr das Chinaschilf? Also wie gesagt, über den Winter stehen lassen. Und im Frühjahr wird dann die ganze Pflanze einfach zu etwa 10 cm über dem Boden radikal komplett zurückgeschnitten. Und im Frühjahr, wenn es dann wieder warm ist, treibt das Tiergras wunderbar wieder frisch aus. Und so kommt die Pflanze dann optimal über den Winter. Ja, und somit wäre ich auch schon am Ende des Videos. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar wertvolle Tipps über das Zebragras geben, über das Miscanthus sinensis Ciprinus. Wenn ihr natürlich irgendwelche Fragen habt zu dieser Pflanze, lasst mich es gerne wissen, schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr genaueres über Ziergräser wissen wollt, dann klickt gerne auch mal in mein älteres Video. Da stelle ich euch verschiedene Ziergräser vor, über verschiedene Standorte, verschiedene Verwendungsbeispiele. Und ja, wenn ihr in Zukunft noch mehr über Ziergräser wissen wollt, über zum Beispiel hohe Ziergräser für Sichtschutzhecken geeignet etc., wie gesagt, lasst mich es gerne wissen. An der Stelle gebt mir gerne einen Daumen nach oben, es würde mich sehr freuen. Abonniert gerne den Kanal, da verpasst ihr auch in Zukunft nichts mehr meiner Videos. Bleibt also dran und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Macht's bis dahin gut. Ciao, bis dann.